Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars und die Skywalker Saga. Wer hätte gedacht, mit dem Mike? Hallo, Weil. da bin ich wieder. Simsalabim. Nee. Die Zeit für meine Rückkehr ist gekommen. Habt ihr ja in der letzten Folge habt ihr ja live mitbekommen, dass der Stefan auch im Telefonat nicht rangeht. Also Stefan, wir haben, oder ich habe deinen Wunsch erfüllt, dass ich dich bitte anrufen soll, wenn das nächste Mal passiert. Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Also machen wir beide hier weiter. Genau. So, falls du jetzt nichts auswählen möchtest, an Level, Nö, passt. Freie Wahl hast du. würde ich einfach sagen, wir spielen das, was wir beide eh schon mal gespielt haben. Da Das fehlt ist jetzt eine eh gute bloß noch Idee. eine Herausforderung Ja, und drei drei Minikits. Minikits. Da waren wir ja schon gut dabei. Ja, richtig. Schauen wir mal, was das war. So, das da, genau. Heiß und Heiß und kalt. kalt. Und da müssen wir. Na, finde und verwende alle Wow. fünf Seiten. Haben wir nicht alle. Oh, das ist ja. Wetten, wir haben bestimmt in der Folge. Schaut gerne nochmal nach. Wir haben bestimmt vier Stück verwendet und eine nicht. Ja. Ist sicherlich so. Ah. Na gut. Da. Dann gehen wir rein. Heiß und kalt. So. So, und währenddessen können wir jetzt ein bisschen über Tales of the Jedi reden. Weil im Richtig. Gegensatz zum Stefan habe ich es voll geschaut. Also komplett. Im Gegensatz zu Stefan bist du auch da. Das auch, ja. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er, sich Ob man die zurückzumelden. Katze hinab. Naja. Ist wieder startbereit? Noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startklar zu kriegen. Dann müssen wir auf Tontons raus. Ach, die sind jetzt auch Hologramm. Ist einfach alles weiß hier quasi. Schüsse blau. Ja. Gut, wie wollen wir es machen? Einer muss Seilrutschen rutschen und andere Minikits. Oh, guck mal, das bewegt sich, das Wie du Minikit. willst. Ach, ist das irgendwas, was man jagen muss? Anscheinend. So. Gehe ich auf jeden Fall mal hin. Ja. Tales of the Jedi? Ja, Wir. hier ist der Jäger. Ach, oh, das ist ja. Warum bin ich C3PO? Angriff von oben! Nein, ich wollte auf den Rutschen. Ja, komm! Hä? Du hast mich einfach in der Luft gerade weggeballert! Nein! Huch. Ich habe gerade gewundert, hä? Aber du glaubst, du hast mir, glaube ich, wirklich einen Headshot einfach verpasst in der Luft. Geil. Ah. Wenn ich hier was reite, dann den Super Gong. So, ja, ich mache mal mit dem Minikit da oben weiter. Ja, gerne. Dann schaue ich mal noch Seilrutschen, beziehungsweise wir müssen ja hier das Level auch normal Progress machen. Ja. Genau, wir hatten ja mit Genau. Stefan, habe ich ja schon über die ersten vier Folgen gesprochen und selber habe ich auch nochmal die ersten vier Folgen etwas genauer gesprochen gehabt. Würde ich gerne noch hinzufügen, das Krasseste an der. Ne, hier ist dieser Rutsche nach unten. An dieser letzten, also an dieser vierten Folge, mit die letzte Dooku-Episode. Dieser letzte Shot, wo man nur noch Palpatines Augen sieht, die so langsam verblassen. Ja. Der kickt ordentlich rein. Ja. Sagen. Es ist auch immer Den das Bruder. dieses Grinsen von Palpatine da. Dieses Lachen, das ist auch immer Ja. so geil. So, was war das jetzt hier? Wie hat man diesen Sandhaufen aufbekommen? Musste man da den Truppler verwenden oder wie war das? Und wie du es ja schon gesagt hast, die Musik ganz neu und ungewohnt. Es sind halt viele Geigen vor allem drin. Und eine ganz andere Atmosphäre ist das, was John Williams sonst gemacht hat. Ja, weiß gar nicht. Weißt du, von wem die Musik komponiert war, oder? Vom gleichen Komponisten, der komplette Clone Wars Musik gemacht hat. Tatsächlich. Okay. Ja. Aber ansonsten hat der nichts. Warst du das gerade, oder? Ja, das war ich. Okay. Ja. Nee, Alter. Jedenfalls, ja, fangen wir an, würde ich sagen, über Folge 5 zu reden, oder? Gerne, gerne. Folge 5, ja, eine der kürzesten Folgen, glaube ich, sogar gewesen mit 13 Minuten oder sowas. Aber trotzdem finde ich eine mega geile Folge. Ja. Einsteigen? Vor allem die zeittechnisch am dichtesten an Clone Wars dran ist.
Oder eigentlich währenddessen so gespielt. Ja. So. Genau. Naja, man sieht ja, es spielt ja am Anfang, also man sieht ja die ganz junge Ahsoka noch, wo sie auch nur ein Lichtschwert hat. Genau. Und dann geht es ja dann am Ende auch weiter, wo sie dann zwei hat und dann in Episode 7, wollte ich gerade schon sagen, in der Staffel 7 von Clone Wars endet. Aber ich finde es super geil zu sehen, wie Anakin einfach nichts von dem Training von den Jedi hält. Mhm. Und krass ist, dass mir dieser Zeitunterschied aufgefallen an Obi-Wans Bart, wenn er so leicht angedeutet war. Ja, stimmt. Ja. Nein. Gut, und die Klone hat man natürlich dann auch, am Ende von der Rüstung her auch gesehen. Aber ich finde es wirklich super geil, das mal zu sehen, wie Anakin, weil da hat man einen Klon, das hat man glaube ich nie gesehen, wie Anakin wirklich mit Ahsoka trainiert. Man hat immer nur gesehen, wenn Ahsoka mal irgendwie in Schlamassel ist und sowas und Anakin dann sie ja da rausholen müssen. Ja. Aber ich meine, allgemein Trainingsszenen hat man das erste Mal, also hat man eigentlich nie gesehen, außer jetzt in, ist mir im Nachhinein noch eingefallen, in der Kenobi-Serie hat man ja das kurz dann gesehen gehabt mit Anakin und Obi-Wan. Ja, wo ich nach wie vor nicht weiß, was ich davon halten soll. Und es war, ich fand's an sich auf jeden Fall eine geile Idee und auch an sich cool gemacht. Es war halt irgendwie ein bisschen schade, dass sie einfach nicht die Jünger gemacht haben wieder. Also dass sie in CGI, dass sie quasi einfach nicht aussahen wie aus Episode 2. Nee. Vor allem Hayden Christensen. Ja, gerade Hayden Christensen. Ja, richtig. Da hat man Falten und sowas gesehen, ja. Deine wird schon mit 2. Okay. Aber ich würde auf jeden Fall gerne von solchen Trainingsszenen mehr sehen. Egal, ob es jetzt irgendwie dann mit Ahsoka ist oder mit Anakin oder mit Obi-Wan oder mit Dooku oder mit Qui-Gon. Kann man ja von jedem, also man kann ja sau viel da machen. Achso, dass wir das dann herschießen, warte mal. Muss ich das dann darauf? Ja, da können wir wirklich schießen. Aber es war halt so, diese Umsetzung dann zum Schluss, so dass das der Grund war, warum sie dann mit Rex am Ende entkommen hat können, war auch, also es ist schön gelöst. Das ist auf jeden Fall schön gelöst gewesen. Vor allem, das ist ja eine der emotionalsten Szenen am Ende, oder? Mhm. Ja, dann zu sehen, dass sie quasi, oder dass Anakin sie da bewahrt hat, oder was heißt bewahrt, aber dass Anakin quasi der Grund dafür ist, dass sie so gut ausgehalten hat gegen die Klone. Ja. Aber auch gleichzeitig halt dann die Bindung zu Rex, sondern mal zu sehen, dass weil Rex die ganze Zeit dann ja am Ende im Training da mit ihr auch war und sie komplett, die beiden. Mhm. Die haben ja sau viel miteinander gemacht. Was man ja auch in Clone Wars natürlich immer sieht, aber in Clone Wars ist halt auch immer irgendwie Obi-Wan, Anakin mit dabei meistens. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt hier, wie ich das hier aufkriege. Ob ich alle dafür verwenden muss oder nicht? Hm. Ach so. Jetzt, ne? Und dann nochmal. Ah ja, muss alle verwenden, okay. So. Hm. Oh, 4 haben wir schon. Ne, alle haben wir. Jetzt haben wir alle, ja. Das ist mir gar nichts aufgefallen. Gut. Das ist eine, wo ich wegschossen habe. Seilrutschen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche du schon warst und nicht. Also weißt du, wie viel du hast? Wo ich das Ding aktiviert hab. Ja. Und irgendwo in der Mitte. Okay. Aber frag mich nicht, wo genau. Denke ich mal, dass die, warte mal, wo bist du? Da oben, also denke ich mal, meine dritte. Die hier nicht verwendet hast. Denke ich mal, die hier ist. Frage ist, wie ich da hochkomme. Wenn man da hochgekommen ist, wahrscheinlich hier rüber. Genau, Folge 6 ganz kurz. War dann ja quasi mit den. Oh, das war die Statuen hier. Mit dem. Ach man, mit dem Inquisitor am Ende, das. Ja, irgendwie. Der richtig der, geil aus. So. Ja, der sah mega aus. Und dann sie zu sehen. Ich hätte gerne zwar gesehen, wie sie dann die Lichtschwerter nimmt und die dann heilt, also weiß macht quasi wieder.
Ja, das wäre geil gewesen. Das wäre cool gewesen. Ich meine, vielleicht sieht man das irgendwann nochmal. Weil man sieht sie ja danach quasi erst wieder in Rebels. Und in Rebels hat sie ja schon ihre Lichtschwerter, ihre weißen. Hier sind ja so viele Seilbahnen irgendwie. Je drei Seilbahnen gehabt, oder habe ich glaube ich noch eine. Oh, naja. Und ja gut, die ganze Story da mit dem Farmerleben. Oh, sieht da auch nochmal. Und sowas war ganz nett, aber Ja, aber das war jetzt es nichts war jetzt nichts, Weltbewegendes. war jetzt nichts wirklich Besonderes und. Das zeigt einfach bloß, ja, sie versteckt sich da, Genau. will mit dem Ding nichts zu tun haben. Aber was ich stark fand, war am Anfang da einfach Partners Beerdigung. Ja, stimmt, das war ja auch in der Folge noch drin. Ja, das war. Die nochmal viel emotionaler reinkickt als im Film. Ja. Ja, richtig. Aber das ist so eine Szene, wo mir die Und dann Musik nochmal extra mit aufgefallen ist. Bale, wo man dann. Ja. Mit Bale, ja. Im Endeffekt ihr Kontakt dann quasi ja zu den Rebellen gefunden hat, ne? Weil sonst, wen hätte sie, mein gut, sie Ja. hätte, sonst, wenn sie jetzt nicht mit Bale Kontakt hätte, hätte sie irgendwie Obi-Wan suchen können, aber Obi-Wan war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht bei denen. Der hat ja aufgepasst auf Dings. Luke Sie Leia. wollte ja auch nicht. Ja, genau. Und in dem Fall war Bail Organa auch so schlau und hat ihr keine Nachricht geschickt. Hier, oh, pass auf. Da ist das Kind, was niemand finden darf. Ja. So. Aber die lange bin ich, glaube ich, auch, die du gerade wusstest. Also die bis. Okay. Dann habe ich aber die. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo noch eine Salbe dran ist. Also definitiv beim dritten Signalturm auf alle Fälle noch. Wo renne ich jetzt gerade hin? Und der Was, was, ist. warst du hier oben schon? Hier? Nee, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Dann wird das der letzte sein, oder? Schätze ich ja. Also ich habe mindestens drei gemacht, unterschiedliche. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall dann. Ich hoffe mal, ich habe nicht die gleichen gemacht wie du. Aber hier. Hier warst du jetzt ja wahrscheinlich gerade. Bei dem hier. Weil da, ja, genau, da warst du auf jeden Fall. Ja. Dann denke ich mal, wird es noch die da sein. Ich So. wieder hier und hüpfe. Kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir da beim letzten Mal drüber gekommen sind. Ich weiß es auch nicht. Das ist. Ach so, warte mal. Ah, Moment, Halt, wir hier. haben den Dings, die Brücke kaputt gemacht. Da bin ich jetzt hier gerade. Ja, okay. Ah, da habe ich doch gerade, ja, da habe ich gerade mein Dings auch hergeholt gehabt. Das eine Minikit. Genau, hier war das gerade. Ich glaube, muss ich, oder habe ich das schon abgefeuert? Ich weiß nicht, irgendwas muss man hier wegmachen noch. Ich glaube, das habe ich aber schon weggemacht jetzt. Ja, dreh dich halt schneller. Ja, ich habe schon weggemacht. Das war total unnötig. Das mache ich umsonst. Ach, da kannst du dich ranziehen jetzt, ja. Wir beide. Was war da unten gerade angezeigt gewesen? Irgendwas für Kira gewesen, so ein Ein Schurken Schurken? Zeichen. Ja, nein. Naja, eigentlich hat es jetzt nichts damit zu tun. Aber ach da, Nein. warte. Aber vielleicht hätte man das vorher noch irgendwie. Wir hatten ja, vielleicht konnten wir uns gar nicht ranziehen mit irgendwo. Hatten wir Chewbacca? Können sich Schurken irgendwo ranziehen? Nee, ne? Das ist das Problem, glaube Nee. ich. Ja, wir hatten ja doch nur, wir hatten ja Han Solo Ne, wir hatten und. Hahn und Ja, General, glaube ich. aber Han ist ja ein Schurke auf jeden Fall. Das heißt, er hat irgendwas scannen können, dass die Ja. Brücke wahrscheinlich runtergeflogen ist. Ja, Wir wahrscheinlich haben zum Elektroimpuls. ein Lebenszeichen von Stefan erhalten. Hammer! Eine WhatsApp-Nachricht. C-Fix. Oh. Tja. Ja. Such das letzte Signal. Ja, aber halt auch nur C-Fix, ne? Jetzt weiter das hat er nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass er jetzt dann kommt oder. Fix ist gemeinhin ein beliebtes bayerisches Ja. Schimpfwort oder ein Fluchwort in dem Fall. Da, und So. da haben Ja, wir's. da zählt, da ist es ja schon. Da ist es ja Ja. schon. Perfekt. So, Ich damit weiß nicht, hätten müssen wir das wir. hier fertig spielen Ne, muss oder? man nicht, glaube ich. Man kann jetzt einfach. Warte mal, wie war das? Level beenden und dann. Sammelgegenstände werden gespeichert, aber der Fortschritt in diesem Level geht verloren. Ja, Sammelgegenstände war das Einzige, was wir noch geholt haben. Also beenden. Beenden. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt Halbzeit in der Folge. Das heißt, wir können auch perfekt ein anderes Level noch machen. Wunderbar, dann machen wir noch kurzes. Und vor allem, jetzt ist das ein Level, was der Stefan nie spielen wird. So.
Also, das, ich nicht, das erweckt jetzt vielleicht den Eindruck, dass ich ihm das irgendwie reinwürgen möchte und so, und dass ich hinterhältig und fies bin, aber. und das stimmt, aber. Ist er ja selber schuld. So, ich schreibe mal, dass er trotzdem jetzt in TS kommen soll. Ja. Dann darf er vielleicht noch in der Folge mitreden. Ja. Mittelschwere Transporter. Dann wird er gleich auch live sehen, wenn er deinen Namen im Channel sieht, ja, was wir gemacht haben. Dann wird er gleich wütend hier reinkommen. So. Dann gehen wir gleich ins nächste so rein. Dann gehen wir direkt rein, ja. Machen wir einfach ganz kurzes Episode 1, Episode 1. Ah. Weil da fehlt auch noch nicht mehr so viel. Besiegt den OP ohne Schaden. Oh. Ja, ja, gut. Kriegen wir locker hin, wir machen so viel, ja, selber so viel Schaden. Genau. Und zwei Minikits noch. Passt. Ein größerer Fisch. Die Frage ist, welcher war dieser große Fisch? War das der hier? Ich weiß gar nicht, welchen Fisch man bekämpft hatte. Hatte doch irgendwie. Welchen Fisch hat man bekämpft? OP-Fisch. Ich hoffe mal, dass der nicht OP ist. Ja, das ist er schon. Ja. Warte mal, wer? Ich steuere, ne? Oh nein, ja. Heißt, ich darf keinen. Ja, heißt, ich werde einfach. Ich mache einfach ein bisschen LB und da ist ein Minikit da links oben. Haben wir Schaden bekommen oder hast du ihm Schaden gemacht? Hast du das Minikit bekommen? Weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, doch. Muss. So, ja, ausweichen schnell. Ja, Hauptsache erstmal ohne Schaden durch. Ja. So. Oh. Was ist das nächste Minikit? Ah. Kannst du es noch kriegen? Jawohl. Ja. Also der Fisch ist tot, das war ein Minikit, 5 von 5 und Herausforderung bitte jetzt auch direkt, dann haben wir das Level direkt durch. Ja, und oder? Nee, halt, das Kalbergestein. Und? Komm. Ja, jawohl. Ey, das geht ging, doch. Hey, das war ja eine Minute. Oh, schnell weg von dem Fisch. Oder da steht's auch, dass wir alles haben. Ja, das ging so ja. So einfach geht's. Also so kann's gerne bei mehreren Level gehen. Ja. Level abgeschlossen. Oh. Trotzdem so viel Geld bekommen, obwohl wir nur so kurz drin waren. Ja. Ja. Lossen weg. Lossen weg. So, was kriegen wir da? Kriegen wir den Nabu? Nee. Ach, wir kriegen ja. Okay. Oh. Kampfstation. Einfach eine Kampfstation. Ja. Ja, wunderbar. Gut, dann machen wir das nächste, oder? Ja. So. Guck mal. Will ich dem Chef jetzt noch eins reindrücken, ist die Frage. Das ist die Frage, weil das ist eigentlich Stefan nicht bekannt für, ne? Mhm. Drücke ich ihm das noch rein? Da haben wir halt auch gar nichts. Ja, komm, Mike, das machen wir. Machen wir das, okay. Das machen wir. Das könnte aber jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Könnte, das ja. Einiges. So, wirf den Dessertwagen mit Hilfe der Macht auf Anakin. Ah, der Kuchen. Okay. Nimm den anderen Weg, um zu Anakin zu gelangen. Größere Blink fährt zu Anakin mit Hilfe der Dampföffnungen. Ich glaube, das geht. Also du musst quasi. Oder. Wir haben. Ich weiß gar nicht, wie es hier war. Haben wir gegeneinander gekämpft gehabt oder nicht? Ich weiß es schon gar nicht. Nee, haben wir nicht. Ne? Das war das, was ich mich aufgeregt hatte irgendwie. Mhm. Bisschen. Ich kann mich doch an deinen Schrei der Wut erinnern, wo du mit Druiden spielst müssen für eine Sequenz. Ja, ist ja auch schlimm. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht.
Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Okay. Ja, da ist ein Tanz, ey. Nur ein Sith kennt nichts als was auch immer ich da bin, das Spiel. So, heißt wie, warte mal, ich brauche Kuchen. Wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Ich, meine Kamera ist schon wieder fokussiert auf ihn. Ja. Ist das hier der Kuchenwagen? Ja, das ist der Kuchenwagen. Nein! Hä? Wir haben was bekommen. War er Jedi, ne? Ja, ja. Scheiße. Ich glaube, wir dürfen nochmal neu starten. Mhm. Ja, das war jetzt, ich wollte nicht schmeißen zu meiner Verteidigung. Der kommt doch nicht wieder, oder? Befürchte nicht. Ja, lass lieber direkt neu starten. Ja. Das war nicht, ja. Das sag ich einfach nur. Oh nein! Naja, überspringen. Ja. So. So, die Cutscene können wir überspringen, oder? Ja, die überspringen wir jetzt. Perfekt. So. Okay, diesmal konzentriere ich mich, den auch wirklich zu nehmen und nicht einfach wegzuschmeißen. Ja. Ich habe eigentlich B gedrückt gehalten, aber irgendwie... Aber die ganze Zeit ist die Kamera immer scheiße. Man wünscht ja sich einfach nur die Anvisierfunktion aus Souls-like spielen. Ja, ja. Und dann kriegt man das endlich und dann stört es einen. So, jetzt nehme ich ihn. Ja. Ah, oh, oh. Wehe, du bewegst dich jetzt. Nein! Ach, er wirkt mich. Warte. So, jetzt habe ich den fallen lassen. Oh, jetzt rennt er, oder? Nee, er wirft. Und? Schmeiß, jawohl. So, okay, warte mal, jetzt müssen wir, ich muss mal nachschauen, was die anderen waren, ich hab's schon wieder vergessen. Einmal alternativen Weg finden und dann mit irgendwelchen alternativen Gasöffnungen. Alternativen, genau. Und zu Ende zu gelangen und flitze mit Dampföffnungen, richtig. Als jetzt erstmal einfach, achso, wir müssen noch Minikits gucken. Ja. Können wir das jetzt hier... Nein, ich will da nicht hinlaufen. Halt, okay, hier ist irgendwie, warte mal, hier, irgendwo müssen wir, können wir hier woanders noch rein. Ah, ich muss... Ja, ja, halt ihn mal ein bisschen auf. Hier hinten ist eins. Ah, er ist so stark. Ach, da. Ah, warte mal, da muss ich ran. Kannst du das echt unendlich lang machen? Das ist ja... Nee. Oh. Unentschieden. Ja. Aber er rennt nur weg. Glück gehabt. Oh, das ist der betäubte Partner. So. Ach komm, ich brauch sogar hier Kopfgeldjäger. Das ist ja perfekt. Ah, perfekt. Hä? Und dann kann ich noch bauen. Oh. Aufbauen auch noch. Okay, und irgendwo war da unten noch eins hier. Hier kann man noch... Genau, kannst du das mal machen? Springen. Ach nein! Das wäre die Gasding gewesen. Ach, ja, okay. Ah, verdammt. Merken wir uns ganz kurz. Warte, ich, ja, dann hole ich das Minikit hier unten. Mhm. Einfach da runter. Ja, das kommt doch später erst, oder? Ich kann doch nicht jetzt da runterspringen. Nee, okay, das kommt später. Das ist in der Lava drin. Ja, ja, dann ist die Frage, starten wir einfach direkt nochmal neu? Oder machen wir jetzt erstmal den Rest? Wir können ja mal schauen, ob wir jetzt das mit einem anderen Weg, wenn wir jetzt nämlich mit einem anderen Weg erstmal auch irgendwie auszusehen verkacken. Ja. Weil sonst wissen wir nachher auch, also, ja. Witzigerweise ist mir die bewusstlose Partner gerade als Feindin anzeigt worden. Was ist hier? Ist hier auch wieder ein Minikit außenrum? Boah, das dauert ja lange. Oder ist das der andere Weg schon? Warte mal, das könnte auch ein anderer Weg sein, einfach weil ich hier ganz außenrum gehe jetzt hier. Mhm. Weil du gehst ja jetzt quasi mitten drin rum. Oh ja. Und ich renn außen. Längs. Hier müssten wir irgendwas aufmachen.
Ja, dann wird das schon wahrscheinlich sein. Deswegen, ja, komm einfach mal mit. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, warum sollte das so ein Tier sein? Ja, guck mal, jetzt komme ich hier rein. Ja, das war das, oder? Jawohl, das war das. Jawohl. Okay, dann gucken wir jetzt, dass wir die Minikits kriegen und dann starten wir das Level einfach nochmal neu für. Genau. Bist du jetzt eigentlich bei mir oder musst du jetzt erst noch herkommen? Ich hoffe, dass ich bei dir bin, dann muss ich jetzt nicht weiterkrabbeln. Vielleicht gibt es sogar mehr Gasfallen noch irgendwie. Weiß ich nicht, aber. Das wird geil. Aber wir wissen es zumindest schon mal, das ist klar am Anfang. Okay, ich schätze mal, mit dem Schurken-Ding hier kriege ich das Minikit. Deswegen nehme ich mir mal einen Schurken. Ah, ich bin da. Nein, wo ist mein Schurke schon wieder hin? Mann. Immer, das ist immer ein bisschen doof, weil immer, wenn wir ein Level reingehen, dann kriegt man erstmal den. Also den richtigen Charakter. Ja. Und dann wird irgendeiner weggenommen. So. Also es geklappt. Was muss ich jetzt machen? Bauen. Und jetzt Knopf drücken. Und jetzt? Ist hier das Minikit gerade gekommen? Ah ne, da ist noch ein Knopf. Ich komm nicht auf den Knopf rauf, weil er nicht abvisiert. Ich kann. Hör auf! Wie bist du da hochgekommen? Ich bin gesprungen. Er springt nicht, ich kann auch keinen Doppelsprung machen gerade. Ne, wir werden ja so ein. Ja. Der haut ja bestimmt gleich ab hier. Ja. Ich bin nicht auf ihn anvisiert, das ist halt auch für mich ganz gut. Mhm. Ich schieße ihn mit Farbe ab. Wie witzig das im Urlaub. So, jetzt habe ich auch nicht mehr gelockt. Okay. Jetzt wurde ich hergezogen von ihm. Nein. Hast du immer noch gelockt jetzt wieder, oder? Ja. Wo ist er? Er springt dann nur zur Seite. Er wehrt meine Farbe ab. Ja, okay, jetzt. Nein, weh, du nimmst mich mit. Ja, okay, er wirkt mich nur. So. Gut, jetzt haben wir unsere Ruhe. Ja. Die Kamera. Ah, okay. Jetzt, ne? Falsche Seite. So. Und. Dürfen wir jetzt. Was wird das jetzt? Dürfen wir jetzt hier kämpfen? Oh, wie geil wäre das denn? Oh, Mann. Oh. Schade. Was ist eigentlich schon wieder für ein Move jetzt von Stefan? Einmal CFX schreiben und dann nichts mehr auf meine Antwort. Okay. Also ich. Hier ist das nächste. Da ist noch eins. Ja. Und dann ist es eigentlich nur noch das auf der Lava, oder? Mhm. Rechts oben, links oben. Mei, wieso muss ich den Stefan immer cosplayen, wenn ich es nicht will? Herrschaft. Oh ja, aber ja, hier ist ein Halt. Was sind das für Gestalten? Granate. Oh. Band oder was? Oh, hier sind Batterien. Brauchst du Batterien? Hier sind, muss. Ich habe ein paar Batterien hier. Nee, anscheinend habe ich nur eine Batterie. Auch wenn da vier Stück waren. So. Hä? Was ist eine Band? Hm? Irgendwie höre ich keine Musik. Doch. Ah, jetzt. Ich geh auch mal hin. Alter, geil. Wir tanzen noch, Alter, wie geil. Alter, das ist Battle of the Heroes in the Metal. Ja, stimmt. Ist ein bisschen doof, weil gerade die andere Musik auch noch mit drüber läuft von dem Level. Aber ist ja richtig geil. Auch wie wir tanzen, Alter. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die haben so gute Ideen. Gut, dann müssen wir jetzt, genau, auf die Lava müssen wir jetzt. Wie kann ich behilflich sein? Das war das, was ich dachte. Was müssen wir jetzt machen? Zertrümmern. Nein, ich habe doch gerade Zertrümmern da gehabt. Ich will das zertrümmern, ich will es nicht ausschneiden. Ich will. Es wird angezeigt, dass ich zum Zertrümmern halten muss. Aber jetzt. Das macht viel mehr Spaß.
Aber die ganze Wand weg. Und da ist Lava. Ich glaube, die ist ein bisschen gefährlich. Ja, wir müssen sowieso runter. Ja. Hier gibt's nichts mehr. Huch! Hey! Hallo, wie geht's denn so? Hä? Ach, ich hab Obi-Wan. Ich hab gar nicht geschnallt, dass ich Obi-Wan habe. Einfach zu endlich. Oh, ich hab gerade leichte Hustenanfälle wieder. Weil ich war jetzt auch krank gewocht. Und du hast dreimal raten, wer mich angesteckt hat. Na, Stefan? Ja, wer sonst? darf ich was machen? Ich darf nichts machen. Nee, jetzt muss ihr irgendwas für dich machen. Ach stimmt, das war ja, ich erinnere mich. Einfach dahinstellen anscheinend. Ja. Ah, ich hab zwei Mustafarianer. Hey! Ja, ich mach mal weiter gar nichts. Ich hab hier auch nichts, was ich machen kann. Irgendwie. Weil du musstest irgendwas hoch bei mir, glaube ich, machen, oder? Also guck mal hoch, kannst du zu mir irgendwie. Moment, wer war denn hier im echten Level? Da war doch R2 und. R2, ja, R2 und Obi-Wan. Aber hier ist nichts, wo ihr ziehen könnt irgendwie. Kannst du das da irgendwie kaputt machen, da wo du gerade davor. Ach, Entschuldigung, ist das ein Knopf? Was? Da rechts von dir, ist das ein Knopf, oder wenn du das kaputt machst? Da ist doch was Rotes. Vielleicht kannst du einen Knopf aufbauen. Ah, nee, aber das kannst du mit R2 eigentlich auch nicht. Aber mach das mal kaputt. Ja, jetzt kannst du auf jeden Fall bauen. Dann hast du C3PO wahrscheinlich auch noch gehabt im Level oder sowas, weil mit R2 kann man ja nicht bauen. Aber egal, wir können ja mit irgendwas anderem. Ja. Ja, du hast R2 und C3PO wahrscheinlich gehabt. Ja. So, da oben die mit A! Hast du die bei oben da gesehen? Da sind zwei drauf, die Popcorn essen. Und zuschauen. So, jetzt darf ich kämpfen. So. Komm, komm. Zack, 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 zack. Darf ich jetzt hier nicht runter, oder was? So. Der hat ja immer noch vier Lebensleisten, ey. Ja. Ist, glaube ich, auch der Endgegner mit den meisten. Ja. Einfach voller Attacke, einfach keine Verteidigung machen. Ja. Wenn man denn darf. So, jetzt darf ich wieder was drücken. Ja, genau. So. Wir wollen doch nur zu der Lava, um das Minikit zu bekommen. Oh, jetzt aber. So, jetzt muss ich da klettern. Und du, ja, ich bin. Ah, ne, da bin ich. Da bist du. So. Wenn Java hier zu nehmen, wäre jetzt voll unfair, weil der Java irgendwie viel schneller ist. Darf ich schnell wechseln? Bitte. Ich will mal gucken, wie schnell ich mit dem Java hoch kann hier. Still, still, wechsel, 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 wechsel. Ich darf nicht wechseln. Ich will wechseln. Warum darf ich nicht wechseln? Darfst du wechseln? Ja. Ne, ich darf nicht wechseln. Och man, ich wollte ihn ja aber nicht. Weil du bist jetzt halt so schnell, weil du ganz. Junge. Ah, du machst es mir noch kaputt. Nein, da bin ich schon verloren. So, jetzt musst du. Warte mal, ich denke mal, wir müssen den Cockpit-Jäger jetzt irgendwie wahrscheinlich auf eine andere Plattform fliegen. Für das Minikit. Jetzt ist auf irgendeiner Plattform ist es ja rumgetrieben. Uch. So, da wird es schon angezeigt mir auf der Karte irgendwie. Da vorne. 44. Ich darf immer noch nicht wechseln, also ich weiß nicht, ich muss Obi-Wan spielen. Da ist es. Okay, dann versuch. Hä? Bin doch darauf gesprungen. Ich darf auch nicht wechseln. Die Kamera! Muss da drüben hinkommen. Soll denn das gehen?
Ich hab, ja, ich hab keine. Ach, du darfst. Ja. Ah, du hast freie Kamera, perfekt. Nee, hab ich nicht. Jetzt hab ich freie Kamera, oder? Nee, hab ich auch nicht. Ah, ich kann springen. Ah. Ja. Ja. Mann, ey, ich dreh mich. Ich fehl doch nur eine andere Kamera. Ich kann doch nicht rückwärts springen. Bewegt sich das Ding? Vor allem weiß ich nicht, wo ich hin. Hast du schon? Ich hab's. Ah, perfekt. 4? Ah, nee, okay, 5. Ja, dann lass mal hier raus und nochmal neu rein. Gerne. Und dann machen wir einmal einfach die Dampf-Dings da. Mehr Dampf. Ja, mehr Dampf. So, überspringen wir nochmal schnell. Ja. Ein größerer Blickwinkel. Lass den Kuchen essen. Ja, wir haben leider keinen größeren Blickwinkel gehabt. Das ist eine schöne Anspielung auf Marie Antoinette. Echt? So. Aber was ist denn? Ist Stefan aufgewacht? Hat CFX geschrieben und ist wieder eingeschlafen oder was? Also er hat mir um 10 nach 4 CFX geschrieben. Ich habe ihn dann um 14 nach, 16.14 Uhr habe ich Com TS geschrieben. Aber das hat er nicht mal gelesen bis jetzt. Ich schicke ihm jetzt einfach mal mein Bildschirm, ne? Fotografiere ich ab und schreibe drunter. So. Also mit R2 hast du was angemacht gehabt, ne? Mhm. Okay. Ja, das, er steht halt direkt schon drauf. Ja, ich meine, irgendwie sehr, man sieht's doch eigentlich direkt, ne? Du bist schon, gut. Aber springt er jetzt da runter, oder? Schnell? Ach, das ist R2, aber das ist... Ach, wegen dem großen Kopf. Ja, ja. Ach, du kannst überspringen. Ach, ja. Überspringst einfach ruhig. Jo. Zack. Zack. Billiger Trick. Ja, aber dieser billige Trick... Alter, ich hab mir Lava geschmissen und einfach Trick gewonnen. Ja, egal. So. Das war's. Wunderbar. Wir sind ein bisschen über die Folgenlänge diesmal wieder drüber. Aber. Naja. Wird bei freiem Spiel öfters passieren, weil das kann man nicht wirklich planen, wie lange das dauern wird. Außerdem haben wir jetzt 2 die Folge gemacht. Eben. Nee, haben wir nicht sogar 3 gemacht? Nee, wir haben 3 gemacht. Ja, stimmt. Ja. Das eine ging ja super. Wir haben 3 Stück gemacht. Der größere Fisch. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt in der nächsten Folge. Ich rufe den Stefan in der nächsten Folge jetzt nochmal an und dann gucken wir mal, was er auf dem Telefon. Wenn er jetzt wach ist, sollte er ans Telefon gehen. Machen. Aber das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Die wird nochmal mit Mike sein. Egal, ob Stefan dann schnell kommen möchte oder nicht. Oder, keine Ahnung. Ich stehe treu und stets zu Diensten. Richtig. Und dann sage ich diesmal wieder den Satz. Und zwar, möge die Macht mit euch sein. Servus.